Heute geht es in den Gemüsegarten. Es dreht sich alles um das Fruchtgemüse und wie er den Boden für die Starkzehrer richtig vorbereitet. Es gibt verschiedene Arten, den Boden mit biologischen Nährstoffen zu bereichern. Eine ist die Verwendung von einem Bodenaktivator. Er ist reich an organischen Substanzen und natürlich wirkenden Mineralstoffen, sorgt für dauerhafte Bodenfruchtbarkeit, verbessert die Bodenstruktur und versorgt Bodenorganismen mit wichtigen Spurenelementen, um nur ein paar Eigenschaften aufzuzählen. Egal ob Melone, Gurke, Chili, Paprika oder Paradeiser, alle Fruchtgemüsearten brauchen ausreichend Nährstoffe und einen sonnigen Standort. Wer dem Gemüse die extra Kraft im Kampf gegen Schädlinge und Pilze geben will, der kann zu effektiven Mikroorganismen greifen, die man auf die Pflänzchen aufsprüht. Selbstverständlich haben wir die Pflänzchen auch getestet. Und jetzt seht euch an, was aus diesen Wassermelonen, Paprika und Zucchini geworden ist.